Eine intelligente Kugel. Die Geschichte von 1369. Die Geschichte das. Die Geschichte des Nordens, das Jahr des Banners, okay. Ne, ich bin immer noch der Meinung, dass es das ganz normale Buch ist, was wir da haben. Geschichte macht. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Geschichte der Toten 3. Geschichte der Toten 3. Knöchelbeine, Schädelrollen und der leere Thron. Vor langer Zeit gab es einen Gott der Zwietracht des Todes und der Toten. Und er war unter dem Namen Jergal, Fürst über die endgültige Bestimmung aller Dinge bekannt. Genau. Genau, hier ist es. Bane rief freudig aus. Als Sieger habe ich beschlossen, für alle Ewigkeit als der oberste Tyrann zu regieren. Ich kann beliebig Hass und Zwietracht sehen und alle, die sich in meinem Königreich aufhalten, müssen sich vor mir verneigen. Myrkul, der den zweiten Platz belegte, erklärte, doch ich wähle die Toten und dadurch bin ich der eigentliche Sieger. Denn alles, was ihr beherrscht, Bane, wird schließlich mir gehören. Alle müssen sterben, sogar die Götter. Baal, der den dritten Platz erreicht hatte, erhob nun seinerseits einen Einwand. Ich wähle den Tod und durch meine Hand wird alles, über das ihr herrscht, Fürst Bane, schließlich an Fürst Myrkul übergeben werden. Ihr beide müsst mich ehren und meinen Wünschen gehorchen, denn ich kann euer Königreich zerstören, Bane, indem ich eure Untertanen ermorde. Und ich kann euer Königreich verkommen lassen, Myrkul, indem ich niemanden mehr töte. Malar schrie wütend auf, doch er musste sich mit dem Ergebnis abfinden und einmal mehr blieb ihm nur die Herrschaft über die Raubtiere. Und Jergal lächelte nun, denn er war endlich erlöst. Genau, so hat Jergal den großen Fluch über uns gebracht, nämlich die drei Götter Bane, Baal und Myrkul. Und von Baal, dem Gott des Todes, dem Gott des Mordens, stammen wir ab. Geschichte Drachenküste. Geschichte erst. Die erste Blütezeit, okay. Sind sicherlich interessante Bücher eigentlich, aber die wollen wir alle nicht lesen. Wir wollen uns nur hier dem letzten bisschen noch umschauen. Die Geschichte Jodav. Aumir. Und hier unten noch irgendwo was? Ja, da in dem Bücherregal. Oh, und in dem da auch noch. Die Geschichte Elminster. Ja, da hätten wir die Bücher über Kelm und Elminster. Die Geschichte Dust. Ja, okay. Gut, das heißt, wir können uns jetzt um die Jungs vom Eisenturm kümmern. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Nichts leichter als das. Okay, da ist Brunos. Mal ganz ehrlich, länger bedrohen lassen, von dem brauchen wir uns auch nicht. Oh, hat sogar ein paar nette Sachen dabei gehabt. Oh, da ist ein Gelehrter aggressiv geworden, weil wir Brunos getötet haben. Ignorante Barbaren. Oh. Nur das tut. Ihr habt gerufen? Selbst die Jungs vom Schild sind jetzt sauer. Dabei haben wir es eigentlich nur auf Rieta und Brunos abgesehen gehabt. Das ist vielleicht etwas aus dem Ruder gelaufen. Wow, der Blitz, der ist gut geflogen. Wow, das hat Imoin fast in Stücke gerissen.
Okay, das hat sie ja eigentlich fast nicht rentiert. Obwohl, Rieta hat... Nee, wer hat da 4000 Erfahrung? Tut hat 4000 Erfahrung gegeben. Rieta hat nur nicht mal 1000 gegeben, okay. Ja, das ist leider etwas eskaliert. Ja, eure Dienerin steht zu euren Diensten. Da ist es wohl mit Talisa etwas durchgegangen. Das bedauert sie jetzt ein bisschen, vor allem weil Imoen hier einiges abgekriegt hat. Gut. Aber Talisa war einfach sauer wegen Gorions Tod. Und das hat sie jetzt wohl an denen ausgelassen. Trank der Klarheit. Was macht der denn? Dieser Trank schafft Klarheit und Ordnung, wofür er Chaos und Wahnsinn herrscht. Leider der Anwender an Schwachsinn wird er mit sofortiger Wirkung geheilt, sobald er dieses Getränk zu sich genommen hat. Ja, der unnützeste Trank überhaupt. Wie soll einer, der an Schwachsinn leidet, da geheilt werden? Ah, normale Schilde plus 1. Davon sollte ich vielleicht mal eins aufheben. Kettenhemd, oh. Wer hat Frostriesentränke? Du, die hast du gebunkert. Kettenhemd plus 1. Streitkolben, ein Morgenstern. Und das wird ein Langschwert plus 1 sein, ja. Was? Nichts leichter als das. Was hast du noch? Ein paar Wurfpfeile, okay. So, jetzt ja, kommen wir aber zur Sache. Oh, erst gucken wir uns noch hier die Bücherregale an. Ein Identifizieren-Zauber. Ja, den nehmen wir mal mit. Die Geschichte des Jordans. Oder Jordans. Gut, man wollte uns sowieso den Mord am Eisenthron, an den beiden Anführern des Eisenthrons in die Schuhe schieben. Das Tal der Götter. Geschichte Ausbreitung, okay. Man wollte uns eh diesen Mord in die Schuhe schieben und wir hätten das wahrscheinlich auch gar nicht verhindern können. Ja, Talisa versucht sich das Ganze jetzt ein bisschen schön zu reden. In Wirklichkeit ist es mit ihr durchgegangen ein bisschen. Wobei die es wirklich verdient hatten. So. Wir kommen eh nicht drum herum, dass jetzt der hier kommt. Dann ist er keinen Schritt weiter. Ich will euch nichts tun, aber ihr müsst mir jetzt folgen. Man will euch über den Mord der Anführer des Eisenthrons ein paar Fragen stellen. Sie wurden angeblich vor einer Stunde ermordet und bei den Leichen hat man etwas gefunden, was euch gehört. Wenn ihr keinen Widerstand leistet, kann ich euch eine faire Verhandlung versprechen. Aber wenn nötig, werde ich auch Gewalt einsetzen. Ja, ich habe sie gewählt, aber nur, weil sie mich angegriffen haben. Sie sind die Anführer des Eisenthrons, diejenigen, die hinter der Eisenknappheit und allen anderen Problemen an der Schwertküste stecken. Wir haben den Menschen einen Gefallen getan, damit sie umzubringen. Nein, das können wir nicht so einfach ausplaudern. Das klingt auch ein bisschen zu harsch. Also gut, ich ergebe mich. Bringt mich nach Ulraund oder Tetruel, damit ich meine Unschuld beweisen kann. Ich bin froh, das zu hören. Ich wollte euch nichts antun. Dieses Missverständnis lässt sich sicher bald aufklären. So, jetzt wurden wir in der Kaserne eingesperrt. Sind wir bei der Zelle. Und da kommt Ulraund. Wer stört mich? Talisa, ihr habt den Namen eures Vaters in den Schmutz gezogen, indem ihr sein Haus entweiht und den Frieden gebrochen habt, der hier jahrhundertelang herrschte. Ich spucke auf euch und alle eure Freunde. Eure Vergehen werden auf das Strengste bestraft werden. Ich klage euch in aller Pforte des Mordes an Brunos, Kostak und Rieta Anchev an. Die beiden Leute vom Schild waren wohl nicht so wichtig. Aber ich habe doch nichts Falsches getan. Warum beschuldigt ihr mich so einer Sache? Ein Gast namens Kovaras hat euch beobachtet, als ihr aus dem Quartier der Mordopfer geflohen seid. Nach all dem, was wir gesehen und gefunden haben, fällt es mir nicht schwer, eure Absichten zu erraten. Soweit ich weiß, war euer Bestreben, alle Schuld für das Unglück der Schwertküste dem Eisenthron zuzuschreiben. Ich gehe davon aus, dass ihr und eure Freunde Mörder im Auftrag von Am seid. Das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, alter Mann. Möglicherweise wurdet ihr in den Norden entsandt, um hier zur Vorbereitung einer Invasion durch Am Zwietracht zu sehen.
Wie dem auch sei, sei ihr und eure Freunde werden zu Baldur's Tor gebracht, wo ihr die gerechte Strafe für euer Tun zuteil wird. Ja. Die haben uns eigentlich bedroht und wir haben uns so gesehen nur gewehrt. Wir wollten dem Ganzen ein Ende setzen, aber selbst wenn wir einfach gegangen wären, wäre es auf dasselbe hinausgekommen, weil das dann wohl Doppelgänger erledigt hätte. Ja, grüßt, junger Mensch. Ah, Tessoril. Hallo, junger Mensch. Es tut mir leid, euch in so schrecklichen Umständen zu sehen. Ich kenne euch gut genug, um zu wissen, dass ihr fälschlicherweise angeklagt wurdet. Morgen wird euer Rat euch wohl dazu verurteilen, nach Baldur's Tor geschickt zu werden. Dort würde euch die Todesstrafe für eure Taten erwarten. Ich weiß, dass Rohirrim den Tod seines einzigen Kindes kaum wenige Wochen nach seinem eigenen Tod nicht gerne sehen würde. Im Gedenken an ihn will ich euch bei der Flucht helfen. Flieht durch die Katakomben der Bibliothek, aber bringt nichts in Unordnung. Ich habe eure Besitztümer hier bei mir. Nehmt sie an euch und beeilt euch. Kennt ihr jemanden namens Kovaras? Ich kenne jemanden mit dem Namen Kovaras. Aber Kovaras, umgekehrt gesprochen, ergibt Sarevok. Das ist ein junger Mann, der die Anführer des Eisenthrons begleitete, als sie zum ersten Mal hierher kam. Ich weiß nicht, wohin er gegangen ist. Jetzt ist es an der Zeit, dass ihr zu Talisa geht. Der Satz ergibt sowas von keinen Sinn. Ich kann euch in den Raum teleportieren, der zu den Katakomben führt. Aber von da an seid ihr auf euch allein gestellt. In den Katakomben müsst ihr vorsichtig sein. Da gibt es viele Wächter und Fallen. Vielleicht sind auch dort die, die euch fälschlicherweise des Mordes beschuldigt haben. Aber so gefährlich die Katakomben auch sind, sie sind auf jeden Fall eine bessere Alternative als Ulrauts Zorn. Warum könnt ihr uns nicht an einen Ort außerhalb Kerzenburgs teleportieren? Kerzenburg wird von mächtigen Runen geschützt, die Burg vor Erkenntnis und Veränderungsmagie schützen. Wenn ich euch an einen Ort außerhalb der Kerzenburg teleportieren wollte, würdet ihr bei Kontakt mit dem Schutzfeld auseinandergerissen. Glaubt mir, Kids, es ist der einzige Weg. So, wir sind in den Katakomben gelandet, sozusagen. Diese Tür führt in die oberen Stockwerke der Burg und es sieht so aus, als ob sie stark bewacht ist. Zum Glück hat Tessori euch an einem solchen Hindernis vorbei teleportiert. Gesunder Menschenverstand sagt euch, dass die gegenüberliegende Tür einen Fluchtweg bietet. Jo. Nichts leichter als das. Gucken wir uns erstmal hier um. Ah, Schriftrollen, die plündern wir jetzt mal. Ja, wie ihr wünscht. Aber nicht mit dir. Es gibt, wenn niemand besser geeignet ist. Sondern mit dir. Oh, zwei Identifikationsschriftrollen. Und ein Feuerball. Du hast bereits eine Identifikationsschriftrolle, dann gib die mal ab. Das geht alles zu Kalid. Wobei Imoen auch was tragen könnte. Ja. Ihr zeigt eins auf die Priorner. Was wollt ihr? So. Das heißt, es geht jetzt raus hier. Du bist ja, ich hab genug davon. Und wir müssen Imoen vorschicken, gut, weil es Fallen geben könnte. Jetzt. Ja, nichts leichter als das. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Hallo, Leute. Oh, was machst du denn hier unten, Flüdia? Hallo, Leute. Mein Buch. Ihr habt mein Buch gestohlen. Schweinehund. Ein Doppelgänger. Ja, es war sinnlos, dass du dich gewehrt hast. Nichts leichter. So, 53 Gold. So, hier ist ein dreigeteilter Weg. Und ganz einfach, hier lang geht es weiter. Ihr braucht meine Hilfe. Was wollt ihr? Gut. Das ist schon mal zu wissen. Wir wollen aber erstmal in diese Richtung hier. Gut. Du bist ja ein komischer Das ist ein Gang voller Fallen. Ich hab genug davon. Aber auch ein sehr wichtiger Gang. So. Ich hoffe, ich kann mich noch einigermaßen daran erinnern, wie das hier mit den Fallen war. Genau, die schlagen immer in den Eingängen der Krypten. Wow. Au. Au. Da habe ich eine Falle übersehen. Beinahe unter meiner Würde. Gut. Beinahe unter meiner Würde.